Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chigi Boing und was ist eigentlich PlayStation Now für den PC? Heute hat Sony angekündigt und ich habe mich gefreut wie ein kleiner Schneekönig, denn ich bin ein alter Sony-Fanboy. PlayStation 1, PlayStation 2 und PlayStation 3 mit unzähligen Spielen. Ich habe es wirklich geliebt, bis ich dann irgendwann aufgrund der Firmenpolitik gesagt habe, nö, so nicht, keine PlayStation 4 mehr. Und jetzt sagt Sony, hey, PlayStation Now, der Streaming-Service für PlayStation-Spiele, gibt es auch für den PC. Und wow, ich bin wirklich begeistert. 17 Euro kostet das Ganze im Monat oder 7 Tage als Testversion. Hardware-mäßig braucht man nichts Großartiges. Ich poste das trotzdem mal, diese Mindestanforderung, unter dem Video. Und ihr braucht eine 6000er Leitung Pi mal Daumen. Soll auch mit ein bisschen weniger gehen, aber 7 Tage könnt ihr das testen. Von daher schaut es euch erstmal an. Ansonsten 400 Spiele sind zum Start verfügbar und dieser Client, den ihr hier seht, der PlayStation Now Client, den ihr euch runterladet, und das ist die Oberfläche. Ich muss sofort eine Kritik loswerden. Man kann nicht suchen. Ich muss mich hier durch diese Oberfläche klicken. Man kann nicht suchen. Das finde ich blöd. Man kann so eine eigene Liste anlegen, das ist ganz cool. Es sind nicht nur PlayStation 4 Spiele, sondern auch PlayStation 3 Spiele, das habe ich gesehen. Aber PlayStation und PlayStation 2 bisher noch nicht entdeckt. Aber viele Indie-Games sind auch dabei. 400 Stück Pi mal Daumen sind bis jetzt am Start und es sollen auch noch weitere veröffentlicht werden. Den PlayStation Pad braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt auch das Xbox Pad benutzen, das habe ich auch. Funktioniert, verliert manchmal die Verbindung, wir werden es gleich mal gucken. Das kann aber auch an meinem Pad liegen, das spinnt sowieso schon seit, ja, seit 2 Jahren ungefähr. Ich habe mir noch kein neues geholt und es braucht es auch nicht, es funktioniert so. Ab und zu mal Stecker wieder reinstecken. Aber ja, ihr braucht es halt nicht, das PlayStation 4 Pad, sondern Xbox oder Xbox One. Funktioniert auch sehr gut. Ich zeige euch mal, also das ist wie gesagt die Oberfläche und wenn ihr jetzt Killzone, das schauen wir uns gleich mal an, auswählt, dann kriegt ihr so eine kleine Info zum Spiel und weiter unten auch Bilder dazu. Das ist ganz cool gemacht. Könnt auch einen reinen nur Controller-Modus wie bei Steam einstellen. Finde ich, ja, brauche ich jetzt am PC nicht. Dann Kontoverwaltung, ihr könnt leider nicht chatten. Das funktioniert hier nicht über den Client. Nachrichten lesen geht auch nicht. Notifications, ich habe noch keine bekommen. Ja, Spielstände werden in der Cloud gespeichert. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Grid funktioniert ganz gut. Der Lag ist relativ gering. Das merkt man kaum. Killzone ist der Hammer. Ich habe es auf einem ganz alten Laptop gespielt. Super. Dann was ganz Kurioses, Daytona USA. Ich wollte es starten und dann zeigt er mir Folgendes an. Oder geht's jetzt? Geht es jetzt? Oh, es geht. Vorhin hat er mir angezeigt, dass das Spiel nicht verfügbar ist. Gut, dann, ah, da, dieses Spiel gibt es nicht mehr auf PS Now. Warum? Ist das nur ein Bug? Kurios. Auf jeden Fall viele schöne Spiele dabei. Ich freue mich auf Resistance, auf Killzone und andere PlayStation-Klassiker. Und ich werde auch welche davon spielen. Auf jeden Fall das neue Killzone. Also für mich ist es zumindest neu. Brandaktuelle Games sind nicht dabei. Schade. Ich bin mal gespannt, wann die neuesten Blockbuster veröffentlicht werden. Heavy Rain ist auch dabei. Ist das die... welche Version ist das? Ist das die Version von der PlayStation 3 oder die PlayStation 4 Version? Man sieht es hier nicht, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass die PlayStation 3 Version ist. The Walking Dead. Oh, Telltale Games, auch alle dabei. Sogar 7 Max habe ich gesehen. Cool. Capcom. Lost Planet 1, 2, 3. Devil May Cry, sogar die Trilogie. Wow. Sega, Alpha Protocol, das müsst ihr mal spielen, das ist toll. Sonic natürlich, Golden Axe, Axe ist das Deo.
Codemasters-Rennspiele, Curve Digital und hier nochmal sortiert nach dem Alphabet. Aber leider Gottes, es gibt nicht die Möglichkeit, direkt nach Spielen zu suchen. Aber okay, wir schauen uns mal Killzone an. Meine Internetleitung sollte ausreichend sein. Wir starten das Ganze. Es dauert ein bisschen, nicht allzu lange. Mann, habe ich mich gefreut. 17 Euro muss man jetzt abwägen. Ist immer noch günstiger, als sich die ganzen Spiele zu kaufen. Klar, wenn man eine entsprechende Internetleitung hat, sollte das kein Problem sein. Ich weiß nicht, wie es mit dem Sound ist. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich hoffe, das funktioniert auch hier auf dem mit der Aufnahme gut. Ihr braucht für einen Multiplayer kein PlayStation Plus Abo. Das funktioniert auch ohne. So, das ging ja relativ schnell. Die Auflösung, ja, man sieht so kleine Artefakte. So, jetzt müssen wir eben das Pad wieder neu dran machen. Irgendwann funktioniert es dann. Also vielleicht sollte man das wirklich doch mit einem PlayStation Pad spielen. Weil hier hat er gerade leichte Problemchen damit. Aber im Laptop hat es funktioniert. Das ist der Vorführeffekt. Da ist es. Super. Kampagne fortsetzen, denn ich habe es ja schon mal angefangen. Aber wir fangen von vorne an. Kann ich das zurücksetzen? Kapitel wählen. Und wie ihr seht, wenn irgendwelche Konnektivitätsprobleme sind, dann zeigt er das auch an. Ich mache mal auf leicht. Nur normalerweise sollte meine Internetleitung ausreichend sein. Oh, wir gucken das Intro. Der Krieg zwischen Viktanern und Helgast dauerte nur Sekunden. Sie nennen es den Terazit. 1 Milliarde Leben gingen in den glühend heißen Petrosit-Feuern auf Helgarn verloren. Und zurück blieb nur noch ein liebloser Fels. Ein Waffenstillstand wurde danach ausgehandelt und ein Abkommen wurde beschlossen. Den Überlebenden gewährte man in einer anderen Welt Zuflucht. Vettar, die Heimat derer, die Helgarn zerstört hatten. So, ich überspringe mal. Also ich habe die ersten drei Teile gezockt. Und es ist grafisch schon beeindruckend. Für Streamen ist super. Ich weiß nicht, was er jetzt hat, aber vielleicht ist es jetzt Rush Hour hier. Los, Lukas, wir müssen gehen. Nicht Oder alles jeder mitnehmen, zockt halt jetzt, nur das das kann natürlich auch Nötigste. sein. Hör mal, ich weiß, es ist hart, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen zur Mauer. Auf der anderen Seite sind wir sicher. Pass auf dich auf. Aber du musst auch auf mich aufpassen. Aber Okay? natürlich. Du bist mein zweiter Kommandant. Na klar. Gehen wir. Ich komme, Dad. Also die ersten drei Teile habe ich gespielt. Aus Gründen natürlich diesen Teil jetzt leider nicht. War aber mehr Fan von Resistance. Teil 1 und 2 gibt es leider nicht auf PlayStation Now. Noch nicht zumindest. Über die Kante springen. Hey, komm. Also das muss man wissen, wenn da irgendwas mit der Internetleitung nicht stimmt, dann sieht man das sofort. Aber ich Verspreche ich dir. denke, Das ist nicht für immer. das wird sich Wir auch noch kommen wieder. geben mit der Zeit. Das ist weg da. Unser Zuhause. Das wird es immer sein. Vergiss das niemals. Wenn der Service anläuft. Okay? Jetzt musst du leise sein und im Schatten bleiben. Komm jetzt. Ich will zurück.
Hier rein! Muss leise sein. Okay, warte hier auf mein Kommando. Ja, okay. Lucas, nein! Wow! Warum ist das jetzt passiert? Achten Sie auf Landungsschiffe. Lukas, hier rein! Wir müssen leise sein. Okay, warte hier auf mein Kommando. Okay, ich warte. Ja, okay. Hey, jetzt, Lukas, jetzt! Hast du gut gemacht. Danke. Wenn wir clever sind, passiert nichts. Okay, dann. Ich hätte gerne eine Waffe. Das wäre cool. Wann müssen die aufgeben? Also die Eingabe ist nicht verzögert. Also nicht merklich. Ich drücke nach vorne, er bewegt sich nach vorne. Ich drücke nach hinten, er bewegt sich nach hinten. Hier rüber. Hallo, hört ihr zu uns? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ganz ruhig. Ich? Räum diese Koffer an die Straßenseite. Wir brauchen Zugang zu den Gebäuden. Ich wurde längst gewarnt. Oh, da oben sind sie. So, das ist soweit so Killzone. Wie ihr seht, es gibt, also meine Internetleitung ist sehr stabil und es läuft eigentlich, aber im Moment, wer weiß, was da mit den Servern ist. Ich wollte euch noch ein anderes Spiel zeigen, einfach so, weil ich es kann. Aber Killzone, ich werde es so machen, es wird eine eigene Kategorie geben, PlayStation Now, und da werde ich auf jeden Fall Killzone spielen. Was haben wir denn noch Schönes? Ich würde gerne Ratchet und Clank, wäre ganz cool. Dead Nation habe ich auch sehr geliebt. Gravity Rush kenne ich gar nicht. Und Daytona hätte ich auch gerne gezockt. Everybody's Gone to the Rapture. Gibt's auch für den PC. Aber ja, warum nicht? Wenn's hier. The Last Guy. Oh mein Gott. Was für Erinnerungen. Eins meiner ersten. Oh, mein erstes Download-Spiel für die PlayStation 3 war The Last Guy. Das ist ganz cool. Kennt ihr das? The Last Guy? Bestimmt nicht, oder? War das populär? Weiß nicht, ich fand's cool. Tastenzuordnung. Ja, das wie gewohnt. Aber die Pads sind sicher sehr ähnlich. Das Xbox-Pad und das PlayStation-Pad. Sony Computer Entertainment präsentiert Japan Studio. Presented by Hindustan Electronic Company Limited. Ja, ist auf jeden Fall der bekannte Sound. Keine Speicherdaten gefunden, okay. So, er hat mein Pad mal wieder nicht erkannt, also Kabel raus und wieder rein. Wo ist es denn? So. Hallo? Zusatzbedingungen. Natürlich nehmen wir die an. Da,
Der Sound ist ein bisschen laut, deswegen halt mich mal zurück und ihr solltet ein bisschen runterdrehen. Ich wollte euch nur mal ein Level zeigen. अजीब जामनी उजाला आकाश से धरती पर पड़ा सभी जीव जंतु रोशनी में गए और फिर वो राक्षस के रूप में आ गए सारी दुनिया उलझ गई थी कि ये क्या हो रहा है राक्षस नगर में घूम फिर रहे थे राक्षस को चुपके से घूरने वाली आंखें थी ये थे जो जामनी उजाले से बचे हुए थे वो लोग जो इमारत में थे जब उजाला पड़ा भाग्यवान थे और जो सांस रोककर छुपे हुए थे उनके पास भागने की कोई सुविधा नहीं थी वो उत्सुकता से सहायता के लिए इंतजार कर रहे थे हर शहर में रहने वाले लोगों के बचाव के लिए यूनाइटेड रेस्क्यू फोर्स ने हिमालय में रहने वाले एक आदमी को चुना और वो तुम हो So, erstes Level Fisherman's Wharf Fast Guy आने के लिए तैयार So, ich werde jetzt nicht mehr zwischensprechen, weil es ist ziemlich laut. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es ziemlich laut ist. Deswegen erkläre ich kurz das Prinzip. Wir retten die Menschen, bringen die in die Fluchtzone. Oben links wird die Zeit angezeigt. Und wir müssen es tun und den Monstern ausweichen, weil ansonsten haben wir ein Problem. Das darf nicht passieren. Also, so das Spielprinzip. So, da unten rechts kommt schon mal ein Monster. Das ist, sollten wir vermeiden, dass er uns erwischt. Ah, der läuft unten lang. So, jetzt dreh ich nochmal weg. Oh oh. Schnell! Das Monster hat euch gleich. Oh oh, noch ein Monster da oben. Großteil gerettet. Retten,
Lass uns retten. Soweit The Last Guy, das fand ich damals ziemlich cool, hab das sehr gesuchtet und ihr könnt auch jedes Spiel dann wieder weiterzocken. Also der speichert es den Spielstand in der Cloud. So, was haben wir denn noch? So, eins können wir uns noch anschauen. Ja, ist wirklich blöd, dass man so durchgehen muss. Lemmings, Critter Crunch. Oh, Sly Cooper Collection. Cool. Auch in HD. Welche Teile habe ich denn davon gespielt? Auf jeden Fall den ersten Teil. Das weiß ich. Aber ich glaube, da war noch einer. War das der zweite oder habe ich doch alle? Bin mir nicht sicher. Gucken wir mal kurz rein. Und bitte, Sony, bitte, Suchfunktionen. Echt gut. Echt super. Ja. Und die Server ein bisschen ausbauen. Wäre auch nicht schlecht. Also gerade um die Uhrzeit. Wir haben jetzt 22:57. Boah, kann ein bisschen. Ja, gerade am ersten Tag. Ja, okay. Wir sehen es nochmal nach. Sucker Punch. So, was können wir spielen? Teil 1, Teil 2, Teil 3. Nehmen wir mal Teil 1. In HD. Ich weiß gar nicht, was für eine Auflösung hier gespielt wird. Das ist 720p. Das müsste ich nochmal nachgucken. Aber wie ihr seht, die Ladezeiten relativ kurz. Sly, bitte kommen. Und wir haben eine Trophäe bekommen. Ja, ich höre dich. Laut und sehr laut. Sorry, bin halt ein bisschen nervös. Wie immer beim Einbruch ins Polizeipräsidium. Mach dich locker, Bentley. Du sitzt doch sicher im Van. Ich bin der Dieb hier. Ich muss Inspektor Carmelita Fox diese Akte stehlen. Okay, du kannst auf meine Augen und Ohren zählen, Kumpel. Ich habe das Sicherheitssystem voll im Griff. Um da hineinzukommen, musst du durch den Luftschacht dort gehen. Okay, ich geh rein. Und vergiss nicht, dass ich am Steuer sitze, Sly. Du musst dir nur die Akte schnappen und wieder zurück zum Wagen kommen. Den Rest machen wir. Lass einfach nur den Motor laufen, Murray. Ich bin sofort unten. So, also wie gesagt, Verzögerung haben wir hier keine. Also ich merke nichts. Also Eingabe ist sofort auf dem Bildschirm. Sly, bitte kommen! Sly! Münzsammler, sofort instant Trophäe Münzsammler bekommen. Hey,
Hey Bentley, ich glaube, ich habe Halluzinationen. Muss Höhenangst sein oder so. Siehst du diese irren blauen Lichter? Echt? Ich habe davon gelesen. Waschbärenmeisterdiebe können fühlen, wenn sie etwas stehlen können. Das zeigt sich dann als blaue Aura. Wenn meine Forschungen stimmen, musst du nur nah an sie herangehen und die Kreistaste gedrückt halten. Und dann solltest du einen super lautlosen Meisterdiebe-Kniff ausführen. Die Kreistaste nah an den blauen Auren gedrückt halten. Bin dabei. Okay. Okay, als Demonstration reicht es aus. Aber eins gucken wir uns noch an. Eins machen wir noch. Was? Mein Controller ist getrennt? Stimmt ja gar nicht. Ja, die Sly-Trilogie. Schöne Erinnerung. Shooter. Da gibt es einige, glaube ich. Ja? Darkness, auch ein tolles Spiel. Ist das die Ab-18-Version? Steht das hier? Ja. The Darkness. Genial. Final Exam kenne ich nicht. 4 ist cool. Und Bioshock ist ein Klassik. Alien Rage? Was ist das denn? Wow, was ist das denn? Aha. PlayStation 3 Version. Siven. Boah, da freue ich mich auch drauf. Das wollte ich immer mal zocken. Aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Und hier die Killzone-Spiele, das ist Teil 2, Teil 1. Teil 2. Code Veronica X, ich glaub's nicht. Auch cool. The Dark Side Chronicles. Klassischer Rail-Shooter. Savage Moon. Twisted Metal. Boah, da hängen aber auch krasse Erinnerungen dran. Mein Gott, was habe ich die Twisted Metal-Reihe auf der PlayStation 1 geliebt. Aber das ist ja nicht die PlayStation 1-Version. Boah, da würde ich mich freuen. Bringt die mal raus. Wenn man das ein bisschen suchten kann. Du bist bald dran. Warum? Ach so. Okay, da sind noch andere Leute am Zocken und ich muss warten. Eine Minute muss ich warten. Kein Problem. Okay, wir können es auch einfach im Hintergrund lassen und noch ein paar Games reingucken. Oh, mein Spiel hat begonnen. Sehr gut. Kriege ich auch Vollbild? Ja, also wenn dann wirklich noch die ganz neuen PlayStation 4 Games veröffentlicht werden, dann ist also 17 Euro oder wenn zumindest, weiß ich nicht, irgendwie eine Auswahl an Top Games zumindest kommt. Muss ja nicht dann jedes sein, aber zumindest eine gute Auswahl an Top Games, die aktuell sind. Puh, Sony, da habt ihr echt ein Argument. Also damit macht ihr auch die PCler glücklich. Die 2012er Version, ja. Santa Monica Studios, oh ja. Gibt's die noch? Ich glaube nicht, oder? Möchten Sie abbrechen? Nö. Muss ich mir jetzt komplett durchlesen? Hab ich. Story-Modus. Twisted. Schwierig. Normal. Was ist denn Twisted? Nimm normal. Das braucht keiner. Jo. Klassisches Deathmatch. Sunspring CA. Werkstatt. Wähle als nächstes ein Haupt- und zwei Alternativfahrzeuge für die Werkstatt.
Ich nehme den Outlaw. Dann Ersatzfahrzeug 1 ist der hier und dann nehmen wir auch das hier. Sekundärwaffe können wir nichts anderes auswählen und Start. Fahre in die Werkstatt, wenn deine Gesundheit niedrig ist. Mhm. Mach ich. Sweet Tooth, ich heiße Calypso. Willkommen zu meinem Wettkampf. Willkommen zu Twisted Metal. War das wirklich ein PlayStation 3 Spiel oder war das nicht das eher ein PlayStation 2 Spiel? Das ist Sun Springs, Kalifornien. Dein erstes Schlachtfeld. Das sieht so PlayStation 2 aus. Wow. Ich hab keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Die Spezialwaffe wieder online. Wow. Lass mich! Fernzünderbombe, okay. Spezialwaffe verfügbar. Mein Gott, haben wir jetzt das ganze Haus zernichtet? Die totale Zerstörung hier. Okay, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick über PlayStation Now geben. Und viel zu kritisieren habe ich im Moment nicht. Es ist eine mega Auswahl an Spielen. Wie gesagt, rund 400 Stück sind zum Start verfügbar auf Deutsch. Und die Serverqualität war okay, auch wenn wir ein paar Hänger hatten. Die Grafikqualität ist auch okay. Ihr könnt das wirklich auf einem Toaster spielen. Die genauen Systemanforderungen schreibe ich euch unten ins Video. Und nochmal, 7 Tage könnt ihr es testen. Ansonsten 17 Euro im Monat. Das finde ich einen fairen Deal. Für PC, für die PlayStation, vielleicht irgendwann auch für Tablets oder Smartphones. Wer weiß das schon? Und warum nicht? Und von mir gibt es beide Daumen hoch. Ich bin wieder ein kleines bisschen mehr zum Sony-Fanboy geworden. Es wird mehr PlayStation Now geben von mir. Mal gucken, was ich mir da raussuche. Vielleicht aus Nostalgie nochmal Resistance oder Killzone, einfach weil ich es auch nochmal zocken möchte. Oder wir spielen einfach The Last of Us oder so. Mal gucken. Einfach vielleicht so zwischendurch mal.
Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht, einen schönen Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne sehe ich euch bei einem anderen Video oder bei PlayStation Now. Tschüss!